Fritz Wepper ist eine der prägendsten Figuren des deutschen Fernsehens. Am 25. März ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Dies wurde von seiner Ehefrau, Susanne Kellermann, gegenüber Bild bestätigt. Auch Fritz Weppers Todesursache ist bekannt. Fritz ist friedlich eingeschlafen, teilte Susanne mit. Wepper verstarb am Montagmorgen um 9.45 Uhr in einem Hospiz in Oberbayern. Sein Gesundheitszustand hatte sich Ende 2023 dramatisch verschlechtert. Nach einer schweren Blutvergiftung musste Wepper über 5 Wochen palliativ behandelt werden. Ein Aufenthalt, der ihn über die Weihnachtsfeiertage von seinem Zuhause fernhielt. In den letzten Jahren hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er krankte an Hautkrebs und saß im Rollstuhl. Besonders hart traf ihn der plötzliche Tod seines Bruders Elmar, ein Schicksalsschlag, der seine letzte Lebensphase überschattete. Trotz seiner gesundheitlichen Rückschläge entschied sich Wepper Anfang März gegen weitere Therapien.